Servus und herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Longform-Video auf meinem Kanal. Dazu habe ich mir heute einen besonderen Gast eingeladen, nämlich den guten Alex. Alex, du darfst dich einmal ganz kurz vorstellen, würde ich sagen. Was geht? Mein Name ist Alex, besser bekannt als Grabo. Ich mache YouTube, Podcast, TikTok, eigentlich alles Mögliche, was sich um Fußball dreht. Ich freue mich auf jeden Fall herzlich zu der Einladung. Was machen wir denn überhaupt heute, Luca? Ein Allround-Talent also. Wir machen ein SPB und wir wären nicht wir, wenn wir uns da nicht ein bisschen was überlegt hätten. Das andere Video ist außerdem auf Alex' Kanal, auch sehr, sehr gerne abchecken. Passend zum Wochenende, das Video wird wahrscheinlich erst danach kommen, trotzdem haben wir uns überlegt, wir machen die Stuttgart-Köln-Variante. Yes, sir. Heißt, wir haben heute ein SBB, ein Special-SBB mit Glücksrad auf meinem Kanal um den Fußballgott DS27, Davy Selke. Yes, sir. Und grandios, würde ich sagen. Auf jeden Fall, er hat unfassbar gute Stats. Wir haben ihm, glaube ich, beide sogar noch einen Hunter gegeben. Also da kann eigentlich nichts schief gehen. Absolut verdient. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon rein, oder? Dazu haben wir ein super Glücksrad entworfen. Jeder Spieler, also Alex und ich, dürfen jeweils zweimal dran drehen. Und dann das, was gezogen wird, müssen wir insgesamt zwei Spieler oder Spielerinnen, eben die in dieses Format quasi reinpassen, auswählen. Und ich würde sagen, Alex, du als Gast darfst erstmal anfangen zu drehen. Boah, also in meinem Video, was ihr natürlich hoffentlich nach diesem Video hier schauen werdet, hatte ich nicht so viel Glück. Will man nicht spoilern, deswegen, ich hoffe, ich kriege jetzt was Besseres. Das sieht gut aus. Eredivisie oder Europa League, es wird am Ende die Eredivisie. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Sehr, sehr nice. Das heißt, ich muss jetzt zwei Spieler in mein SBB-Team einbauen, die aus der Eredivisie kommen. Wir drehen das Ganze aber natürlich noch ein zweites Mal direkt hintereinander, damit es soll nicht zu einfach werden, dass wir ein paar mehr Handicaps haben. Also zwei Eredivisie-Spieler und zwei Spieler aus Amerika. Was wir bei Amerika machen, das hat Luca noch nicht erklärt, ist, wir drehen noch ein weiteres Rad mit den amerikanischen Ländern. Also Süd-, Nord- und Mittelamerika. Da sind ein paar Nationen drauf, die nicht so dolle sind. Schauen wir mal drauf, was ich bekommen kann. Oh, das... Nein, nein, nicht schon wieder sowas. Zwei Peruaner. Also zwei Spieler aus der Eredivisie und zwei Peruaner. Das ist gar nicht gut. Da kannst du was Verrücktes bauen, da kannst du dich austoben auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Dann drehen wir jetzt mal das Glücksrad bei mir, würde ich sagen. Dann haben wir... Ja, kann man machen, Afrika ist es. Also auch da gehen wir dann natürlich in die Nation genauer rein. Schauen wir mal drauf. Oh, das ist aber ziemlich gut, Senegal geht fit auf jeden Fall. Senegal geht fit, Ghana hätte ich aber auch sehr gefeiert, muss ich ehrlich sagen. Ja, da gibt es auch ein paar gute Spieler, aber Senegal, damit wirst du, glaube ich, easy was bauen können, bin ich mir echt ziemlich sicher. Auf jeden Fall, yes. Das heißt, auch bei dir drehen wir das Ganze aber natürlich zweimal, weil du brauchst ja zwei Handicaps, also zwei Senegalesen und was noch? Zwei Spieler, die in der Conference League diese Saison aktiv sind, okay. Ganz knappe Entscheidung, aber damit kann man auf jeden Fall was machen, würde ich sagen. Ne? Super League wäre auch cool gewesen, aber Conference League geht, glaube ich, fit. Da sind, glaube ich, ein paar gute Teams. Ich glaube, Florenz, Fenner ist am Start, Frankfurt, das ist easy. Ich denke auch, nehmen wir mit. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder beim Teambau. Bevor wir die Teams natürlich bauen, legen wir noch kurz unsere Formation fest. Da würde ich einfach durchlaufen lassen, Alex, und du sagst einmal Stopp. Und dann mache ich dir bei dir das danach auch einfach ein. Okay. Stopp. Das ist die 4-3-3, die zweite. Oh, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Bisschen defensiv, aber nehmen wir mit, ist okay. Ja, also alles, was Viererkette hinten hat, ist eigentlich ohne Taktikvoreinstellungen eigentlich ganz gut. Weil so Dreierkette stimmt, ohne die Taktik noch zu machen, ist schwierig, ehrlich gesagt. Okay, wäre bei mir nicht optimal, das stimmt. Bei mir machen wir dasselbe. Also du kannst ab jetzt auch Stopp sagen. Stopp. 5-2-2-1. Da wird Beton angerührt, okay? Oh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also standardmäßig gehen die auch mit nach vorn, die Außenverteidiger, oder? Ja, im Normalfall schon, ja. Ja. Easy, dann bauen wir jetzt unser Team und danach sehen wir uns dann auch wieder, wenn wir reinhalten, würde ich sagen, oder? Exactly. So, willkommen zurück. Dann würde ich sagen, dass du erstmal meine Spiele versuchst zu erraten, oder? Okay, ich halt rein, bei dir. Yes. So, ich bin gegangen auf der rechten Seite mit einem Brasilianer. Und zwar mit dem guten Malcolm. Mhm. Und links bin ich in die Serie A gegangen und zeitgleich auch Senegal, nämlich Dia. Oh, den hatte ich zuerst, den hatte ich zuerst. Ich hatte erst Dia und dann habe ich gedacht, komm, dann nehme ich lieber die beiden Schnellen. Sar und Diatta habe ich aufgeschrieben, weil die kannst du auch auf dem anderen Flügel spielen. Oh, weil die beide League A sind. Ich dachte, du machst halt da die Kombination. Scheiße. Sehr gut schon mal, sehr gut. Dann würde ich sagen, hebe ich einmal bei dir rein. Ja, oh no. Okay,
Wir gehen auf dem rechten Flügel mit jemandem, der unfassbar viel Tempo mitbringt. Ich weiß nicht, ob du jetzt grinst oder nicht. Die Frage ist halt, gehst du zuerst mit Peru rein oder gehst du zuerst mit Eredivisie rein? Ich gehe mit Eredivisie rein. Wir haben rechts Lozano und links Noah Lang. Ey, ich habe Eredivisie gar nicht auf dem Schirm gehabt. Was zur Hölle? Ich bin einfach nur mit Bundesliga gegangen. Ich habe gedacht, wegen Selke, ich bin mit Sané und Meiner gegangen. Sehr gut, Junge. Ey, ich muss doch zwei Eredivisie-Spieler drin haben. Die habe ich aber jetzt damit abgegolten. Ja, das ist... Yes! Let's go. Okay, das war halt das, wo ich Angst vor hatte. Jetzt ist es halt easy. Gut, dann darfst du wieder als erstes versuchen, meine Spieler zu erraten, würde ich sagen. Jo, ich halt rein. Okay, also links bin ich wieder mit der Saudi League gegangen. Und zwar mit Ruben Neves. Okay. Dann... Der andere ZM ist eine Spielerin vom FC Bayern. Mhm. Und ich mag Ul. Ah. Und auf der 6 habe ich den guten Joshua hingestellt vom FC Bayern. Oh, das kann nicht sein. Ich habe so gegrinst, als du Saudi-Liga gesagt hast, weil ich habe 3 ZMs aus der Saudi-Liga aufgeschrieben und ich habe ihn nicht getroffen. Wer hast du aufgeschrieben? Milinkovic, Fabinho und Fofana. Ach, krass. Ja, okay. Ja, gut. Das kann doch nicht sein. Ich dachte also, okay, du wirst halt entweder Bundesliga oder Saudi-Liga gehen. Wahrscheinlich 2 und 1 oder so, ne? Dann dachte ich, okay, ich packe lieber alles dann in eines. Dann habe ich eine größere Chance, das zu treffen. Aber Pustekuchen. Ah. Pustekuchen, so ist es. So, gut. Dann hebe ich mal rein, würde ich sagen. Mach das. Auf der rechten Seite gehen wir mit einer meiner Lieblingskarten dieses FIFA, weil ich finde, das ist so ein cheap-rated OP-Spieler, ehrlich gesagt. Er hat mir in-game extrem gut gefallen. Es ist ein Deutscher und er spielt bei Mainz 05. Es ist Dominik Kor. Und auf der anderen Seite, jemand, der dir aus deinem persönlichen Leben sehr, sehr gut bekannt ist, gehen wir mit Max Arnold. Ich schwöre, ich hatte beide mir angeschaut und dachte, Kor ist viel zu langweilig. Und Max haben wir ja eventuell, kleiner Spoiler, im anderen Video hatte da auch eine kleine Rolle gespielt. Habe ich gedacht, nee, das macht er jetzt nicht. Deswegen habe ich Max jetzt genommen. Kor dachte ich mir so, okay, ich will zumindest jemanden haben, der, wo ich auch weiß, wie der spielt. Weil die anderen habe ich ja noch nie gespielt. Ja, keine Ahnung. Ich hatte Goretzka und eine Peruaner. Okay, fair. Dann darfst du wieder anfangen, versuchen, meine Außenverteidiger zu erraten. Ach, ich glaube, das wird heute nichts mehr, ehrlich gesagt. Ich halt rein. Bin ich wieder mit der Serie A gegangen. Ja. Nämlich mit einem Italiener von Florenz, Biraghi. Mhm. Und rechts mit einer Silberkarte mit dem einzig wahren FC Bayern München Spieler. Bounassa. Yes. Oh mein Gott, das war krank gemacht, wegen Senegalese. Das war krank gemacht. Ich hatte Julia Gwynne aufgeschrieben für den Frauen-Bayern-Link und Alex Telles für den Brasilianer Malcolm Saudi-Liga-Link. Let's go! Oh, das war stark. Das heißt, du kannst jetzt innen wahrscheinlich auch fast machen, was du willst. Ne? Also viel brauchst du nicht mehr. Yes. Okay, dann meine Außenverteidiger. Ja. Wie gesagt, ich brauche 2 Peruaner. Ich habe 2 Peruaner in der Elf. Einmal, wo ist er denn? Sekunde. Einmal hier Ramos auf der rechten Seite und auf der linken Seite haben wir Reiner. Aus demselben Club, in derselben Liga, beide Peruaner, deswegen passt das ganz gut. Ich habe Van Arnold aufgeschrieben und Luis Avincula. Das war klar, weil das ist der einzige, der decent ist, der Peruaner. Es ist ein 90er Pace Rechtsverteidiger, aber den nehme ich doch nicht. Verdammt. Das heißt, jetzt bin ich wirklich komplett free. Das ist gut. Das freut mich sehr für dich. Es ist noch keiner gesniped worden, bis jetzt dürfen alle behalten. Zur Hölle hast du das gebaut? Wie kommst du denn da jetzt noch mit den Links hin? Das kann doch eigentlich gar nicht funktionieren, oder? Ja, egal. Ich mach's so. Es ist nicht ganz perfekt, aber ich mach's so. Okay, das heißt, ich halt wieder als erstes für dich rein, ne? Yes. Ich hab halt jetzt echt viel versucht, irgendwie auf die Chemie zu kommen, auch mit Trainer bei dir. Ich habe es ja nachgebaut, aber ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, ehrlich gesagt. Wir gucken mal. Okay, wir gehen erst mit einem rein, der ist, glaube ich, sehr obviously. Wir brauchen ja noch einen von der Conference League. Ja. Das ist dann Ranieri, ebenfalls von AC Florenz. Mhm. 72er Silberspieler. Ja. Und links habe ich dich versucht, dir so eine kleine Falle zu bauen. Nämlich bin ich da trotzdem nochmal mit Senegal gegangen. War mit Koulibaly. Okay. Bin ich mit einem Marokkaner aus dem Verein gegangen, Bono. Okay, also den Keeper kannst du behalten. Den Rest hast du beide.
Ja, Koulibaly Ranieri. Ich hatte am Anfang, ich hatte es falsch gebaut, weil mir ist gerade erst aufgefallen, verdammt, du hast ja nur einen von Florenz. Ich hatte erst Luca Kilian da noch stehen und dann ist mir aufgefallen, nein, Conference League fehlt ja noch. Ja. Und da gab es nur den und ich dachte, oh, das ist so obviously, alter Scheiße. Ja, weil du brauchtest halt auch noch den Perfect Link, um halt dann Biragi fertig zu machen. Let's go, let's go. Das heißt, bei dir wird gleich was ersetzt. Machen wir das jetzt direkt, ja, oder? Hast du Koulibaly auch? Ja. Was? Ja, Koulibaly habe ich auch. Ja, aber das war doch voll clever eigentlich von mir gemacht mit zwei. Ja. Da geht's. Also Malcolm brauchte auch noch einen Chemie, habe ich gesehen. Du brauchtest generell noch, also du musst ja die Innenverteidiger selber auch auf Chemie bekommen. So, deswegen war schon ganz gut, glaube ich. Ja, okay. Na gut, dann halte ich mal bei dir rein. Jo, das machen wir zuerst und danach lösen wir auf, was wir bei dir machen, ne? Ja, würde ich sagen. Okay. So, bei mir sind es ja drei Innenverteidiger und ein Keeper, der noch fehlt. Ja, ich habe relativ viele Möglichkeiten. Deswegen habe ich es einfach aus Gefühl gemacht. Wir gehen auf der linken Seite mit dem breitesten Fußballer der Bundesliga, mit Niklas Süle. Breit natürlich im guten Sinne. Dafür brauchen wir nämlich noch ein bisschen Bundesliga. Dann haben wir daneben Eredivisie, bin ich ja schon fertig. Habe ich mir aber gedacht, ich mache es so ein bisschen wie du und gehe trotzdem nochmal zurück in die Eredivisie. Das könnte auch obvious sein. Aber wir gehen mit Gertruida und These als die beiden anderen Innenverteidiger. Einer bei, jetzt bin ich aus dem Team rausgegangen. Einer bei Feyenoord, glaube ich, und einer bei PSG. Und dann im Tor dachte ich, wir haben so ein sweaty Team, weil es ging halt auch nicht wirklich anders. In der Eredivisie gibt es halt nicht viele gute Leute. Wir haben noch ein bisschen Geld raushauen. Wir haben Gregor Kobel im Tor. Ich habe Hübi, Lacroix, Castells und Gertruida. Okay, das heißt, Gertruida hast du gesniped. Nice. Immerhin einen. Ja, Torwart war schwierig. Ich hätte alles nehmen können im Endeffekt. Ja. Ich habe irgendwie gedacht, du willst den Max noch ein paar Freunde von ihm in deinen Verein mit reinholen. Aber ist dir wohl egal. Na gut. Alles gut. Das heißt, du hast bei mir Gertruida gesniped, also ein IV. Und ich habe bei dir Koulibaly und hier Ranieri gesniped, zwei IVs. Was wir machen, wenn wir jemanden gesniped haben, ist, wir drehen wieder ein besonderes Glücksrad. Und zwar gibt es das Bestrafungsglücksrad. Da gibt es vier verschiedene Sachen. Entweder muss ein Keeper einstellen, einen Bronzespieler. Der andere darf einen Swap im Team vornehmen. Das heißt, die Spieler bleiben zwar im Team, aber tauschen Positionen. Und die Glühbirne ist quasi, dass der Gegner jeden Spieler aussuchen kann, den er daher möchte auf dieser Position. Okay, ich würde sagen, wir starten mit meinem rein, weil ich nur einen habe. Das heißt, wir drehen erstmal meine Bestrafung. Schauen wir mal rein, was ich bekomme. Hoffentlich nicht Swap. Oder Keeper. Oh no, es ist Swap. Nein. Oh, nice. No. Das ist nicht gut. Das heißt, Luca darf einfach einen Spieler aus meinem Team mit Gertruida gleich tauschen. Und dann würde ich sagen, drehen wir jetzt... oder wollen wir das erstmal machen? Willst du erstmal jetzt den Swap visuell machen oder willst du erst deins haben? Lozano mit Gertruida einfach tauschen die Position. Okay, machen wir natürlich sofort. Mit Davy kann ich nicht aus dem Sturm tun. Das geht nicht. Das würde mir mein Herz brechen. Fair. Gut, dann drehen wir jetzt deine zwei, ne? Yes. Okay, zwei Bestrafung für Luca. Komm, gib mir was Gutes. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Aber Swap ist eigentlich sogar das Beste, fällt mir auf, ne? Ich habe die Glühbirne, das heißt, ich darf da irgendwen hinstellen, auf den ich Bock habe. Bei welchem Spieler jetzt? Bei, das haben wir gar nicht vorher gesagt, ne? Das sollten wir vielleicht vorher machen. Ja. Such dir einen aus dann. Ja, dann mach, bei Ranieri. Okay, bei Ranieri kommt raus und ich darf mir gleich einen aussuchen. Wir drehen aber direkt in einem Satz, glaube ich, noch die Bestrafung dann auch für Koulibaly. Schauen wir dort mal rein. Und da kommt eine Bronzekarte deiner Wahl hin. Das kannst meine du dir Wahl? Dann aussuchen. Ja, das wäre sonst genau wie die Glühbirne. Also du darfst dir eine Bronzekarte aussuchen, die Koulibaly ersetzt. Und Ranieri tausche ich mit einem Spieler meiner Wahl. Also ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich könnte natürlich auch wen viel Schlechteres nehmen, aber ich finde es irgendwie sehr, sehr lustig, wenn du mit Lorenzo Insigne in der Innenverteidigung spielst. Okay. Also wir haben natürlich gesagt, dass man da keine Torhüter hinmachen darf, weil dafür sind halt die Torwarthandschuhe auf dem Rad drauf, deswegen habe ich keinen Keeper genommen. Aber Insigne mit seinen 1,63 in der IV hat, glaube ich, Bock gegen Davy Selke so ein Kopfballduell zu bestreiten. Es gibt Collins von Frankfurt. Oh. Er hat 85 Pace. Alter, das ist krass, ja gut. Ja, das ist natürlich jetzt scheißegal. Also, der ist besser als meine ganze Innenverteidigung. So, dann sehen wir jetzt hier unsere Teams mit meiner unfassbar guten Innenverteidigung. Insigne, der kleine Flitzer. Und Collins haben wir noch entdeckt mit 85 Pace. Oh, Mann. Der sieht ganz interessant aus. Würde ich sagen, wir laden uns ein und dann Abfahrt. Let's go. Den weißen Trikot sieht Davy immer besonders schön aus. Deshalb nehme ich die. Davy sieht immer schön aus. Rot steht ihm auch, das stimmt. Ja. Ja, dann gut Kick auf ein gutes Spiel, ne? Ja. Ich weiß noch nicht. Ich bin gespannt. Aber alles Gute natürlich. Danke, sehr nett von dir.
Ah, ich spiele auch noch 5er-Kette, das habe ich ganz vergessen. Mein Plan, Gameplan ist einfach nur Flanken für Davy Selke. Alter, Viragi. Gut, dass er einfach ins Ausläuft. Davy, Junge, boah. Körper rein. Was ist das für ein Pass? Ich habe Dreieck gedrückt. Eklig, aber auch wie eklig. Ja, na klar, mit einem 73er Selke, als ob ich da jetzt schieße gegen deinen guten Keeper, Junge. Hey, mit einem Selke schießt man immer. Nein. Ey, wo läuft er hin? Let's go. Hauptsache, du sagst halt eklig, machst es dann selber, hä? Ja, hä, mit einem, hier, ich weiß nicht mal, mit einem Ruben Neves schießt man doch nicht. Aber ich wusste nicht, was ich... Ne, es war genommen. Super gemacht. War sehr schlecht. Der letzte Trick war schon sehr unnötig. Ja, der letzte Trick war wirklich unnötig. Oh! Warum fängt Kobel den Ball nicht? Unsicher. Bro, was ist mit dir? Das ist der Einzige, der eigentlich was können sollte. Selke? Ja, true. Da ist er! Oh, Davy Selke. Der Ball. Nassar gegen Noah Lang. Nett, dass ich im Spielpraxis mal bin, ja? Oh Gott, hat er den Hops genommen und dann macht er ihn nicht rein. Kann verstehen, warum der Mann selten spielt. Oh Gott! Ah, Junge! Davy ist doch da. Der ist ja wirklich bodenlos. Egal, der wird sich reinkämpfen. Oh, das war schlecht. Oh, Niki Süle im Laufduell gegen Malcolm, aber den kriegt er noch. Malcolm ist gar nicht mehr so schnell wie früher, ne? 81 nur. Oh, das habe ich gut gemacht eigentlich. Nein! Hast dich ein bisschen jetzt verdribbelt. Also, du hättest eigentlich, glaube ich. Der ist auch so unbeweglich. Man konnte nichts mit ihm machen. Nichts. Junge, Zah im Laufduell. Ja, dieser Zah, der träumt heute von dem. Oh nein, ich hätte einfach einen Schritt früher spielen sollen. Also der ist überall außer in der Spitze immer. Ja, ganz komisch. Oh, was ist das denn? Fragwürdig, da nicht abzupfeifen, lieber Schiedsrichter. Ich hätte abgepfiffen. Max Arnold, Junge. Dem kann ich es nicht mal übel nehmen. Oh, Max, Junge, was geht denn mit dem? Zaubert ja richtig. Das war schön gemacht. Davy, Junge. Davy! Oh! Fußabwehr. Jetzt noch den letzten Angriff. Ich bin doch da. Oh. Stark gemacht, ey. Da hat man Davys Körper gesehen. Gegen ihr Lozano. Ich hätte einfach sweaten können, aber ich wollte dieses Tor mit Davy Selke. Er hätte es sich so verdient, der Mann. Hä, war in der Messe jemand? Da war doch keiner, oder? Doch, ganz hinten ist wieder einer auf eklig gelaufen. Ah, okay, das habe ich gar nicht gesehen. Vielleicht. Ja, dann Ehre, dass du es nicht gemacht hast. Hast du das Spiel in die Hand genommen jetzt? Davy! Ja! Ich wollte es ähnlich wie du machen, ich habe es auch gerade gesehen. Aber dachte mir so, ich weiß nicht, ob er ankommt. Oh, stimmt, Biragi war der Außenverteidiger, den du behalten durftest, ne? Ja. Doppelblock. Ja, ich glaube, ähnlich sogar. Chor, Junge. Davy! Nein! Schwieriger, den links vorbeizuschießen, wie aufs Tor zu bekommen. Eigentlich schon, ne? Oh, ist das schön. Nope. Nein! Oh, yes. Oh! Nein! Was? Oh! Der hätte auf jeden Fall reingemusst. Starke Goalie. Das ist ein Foul. Das Ball! Niemals! Gelb! Ich will gar nicht wissen, was er bekommt. Der Gelb, war doch keine Rot, ist, oder? Ja. Eine Karte. Könnte gleich nachziehen. Zu spät, Alter. Aha. Davy, Junge! Gegen Insigne. Wahnsinn. Wäre da noch der normale Innenverteidiger, hätte Davy wahrscheinlich gewonnen. Das kann sein, nein, ja. Auf gar keinen Fall. Oh, warum hebst du unten das Abseits auf? Nein! Oh mein Gott. Aber warum hat meiner unten das Abseits aufgehoben? Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Da war doch niemand. Och, Kobel, den kannst du auch besser nehmen. Junge! 16er schießt! Hast du das gerade gesehen? Hast du das gerade gesehen? Was? Mein Spieler war da und ist einfach durch ihn durch. Er hat ihn nicht ausgewählt.
Ich habe ganz oft den 1, der hat ihn einfach nicht ausgewählt. Jetzt der da. Siehst du, ich habe ja eigentlich den Ball. Ach, der Verteidiger da? Ja, ja. Okay, das ist bitter. Oh, oh, ist das schön hier gemacht und er ist oh nicht drin. Boah, das war oh crazy. Warum macht Selke die scheiß Ecken, ne? Das kann doch nicht sein. So, Davy. Ach, das ist so dumm, ey. Wollen wir ohne Rauschstell machen? Nein, 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 alles gut. So. Alles gut. Ist ja Teil des Spiels. Wie wenn man sagt, ohne rüberlegen und so, das ist ja läppsch. Ja, das stimmt. Wenn man noch rüberlegen will, soll man rüberlegen, also. Ist auch ein sehr ungleiches Duell da auf Außen. Ja, ich wollte auf Tunnel gehen. Ich dachte, vielleicht läuft sie damit durch seine Füße durch. Hey, wie? R1-Dribbling? Huja! Also wie das kein Foul ist, ist mir ein absolutes Rätsel. Was war das denn? Das ist der Saar-Bonus, der hat einfach keinen Bock mehr. Ja, wir müssen nach vorne. Schlussphase. Selke, da ist Verlass. Eigentlich wieder über. Du spielst doch immer über die Saar-Seite. Ja, natürlich. Natürlich, der ist doch einfach schlecht. Hey, wie in der Mitte. Also die Flanken. Oh, das war crazy. Die Flanken sind so schlecht auch. Das ist ein Foul. Och, come on. Ey, dann so ein Käse. Weißt du, in dem Spiel, in der anderen Dings, war ich wenigstens zu Recht nicht, zu Recht. Aber der ist doch nochmal drin. Was? Also, das ist Gregor Kobel da im Tor, ne? Also, das war Powershot. Ja, das ist doch scheißegal. Wie kann er denn nicht halten? Oh Gott, Alter. Das war nochmal ein Raketenschluss zum Abschied. Ja, wundervoll. Also, es tut mir tatsächlich leid etwas. Ja, na klar tut dir das leid. Doch, das war nur Verzweiflung. Ich dachte so, ist vorbei, Powershot geht eh nie rein. Ja, ist doch alles gut, ist doch alles gut. 3-1. Also da gehe ich nicht mit verdient verloren mit. Sorry, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben bei Luca, ob das jetzt verdient war, dass er hier gewonnen hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch verdient, weil ich meine Chancen einfach nicht genutzt habe. Aber, keine Ahnung, es gab ja noch diese eine Riesenchance, die du nicht reingemacht hast, soweit ich weiß. Naja. It is what it is. It is what it is. Dann sehen wir uns gleich wieder zurück bei deinem Teamchen. Darfst du lange yes, sir mischen. Okay. Du hast 2 Discards, ne? Yes. Ja, der einzige, der schlimmer, der Kobel. In der 90. Minute. Ja, stimmt. Der Rest okay, ist okay. Ich nehme einfach beide Innenverteidiger, aber nicht den in der Mitte, sondern die zwei, also den rechten und den linken Innenverteidiger. Okay, das ist Süle und These. Ja, okay. Immer in den Süle getroffen. Ist okay. So, das war's mit meinem ersten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen herzlichen Dank natürlich auch an meinen Gast Alex. Wir beide, glaube ich, sprechen mal für uns, hatten sehr, sehr großen Spaß. Auf Alex-Account, wie gesagt, gibt's auch ein Video. Checkt das auch sehr, sehr gerne ab. Da geht's um den VfB-Starspieler im Moment, Guirassy. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da und einen Kommentar. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Peace out. Auf jeden Fall. Ciao, ciao. Schöne Restwoche. Bis dann. Ciao, ciao.